Unser alles zerstörendes Team. King Boy HD. Sarah. Höhn! Kirato. Alex Tenshi. Und natürlich das beste Pokémon überhaupt. Wohin genau? Ja, meine Freunde, das wird unser Team sein und dieses Team, meine Friends, wird so einiges wegbashen. Ich habe es mir gründlich ausgesucht. Das Team ist noch nicht auf Full Level, aber Leute, aber dieses Team, es wird einfach alles rasieren, meine Freunde. Es wird einfach das Team werden, was ich mir gewünscht habe. Es ist ein Team mit 5-Gen-Pokémon, mit was sonst noch? Mit guter Auswahl, mit Potenzial, mit allem drum und dran. Ich bin einfach so gespannt drauf, wie lange dieses Team leben wird. Ihr habt auch gesagt, ich soll Dressella erst machen, Level 28 ungefähr, weil wir vorher die Attacke Falterreigen erlernen. Und das ist eine ziemliche retardete Attacke, die ziemlich stark ist. Und ja, ich würde sagen, dass... Oh, Fablus! Fablus! Oh mein Gott, ich muss gleich noch ein Video für euch aufnehmen. Und zwar 10 Pokémon Fakten, meine Freunde. Es geht wieder los mit den Pokémon Fakten. Weil, oh mein Gott, Briggs, ich hasse dich. Nein! Hey, ihr, wo ist der Cosmo? Stehen geblieben! Ja, komm, geh in die Falle von denen. Lass dich fangen oder so von den Bösen. Was? Er hat mich von der Seite gesehen? Campen macht riesen Spaß. Ja, deswegen hat er mich von der Seite gesehen, Leute. Kennt ihr diese ganzen COD-Camper? Ich kenne sie nicht, aber bestimmt kennt ihr sie. Deswegen frage ich euch, weil ich spiele kein COD, kein Battlefield, kein Star Wars, kein, ja, Wasserpistolen, schieß mich tot. So, wir kämpfen, oder Splatoon, wie das heißt. Wir kämpfen gegen Minun mit Kirato. Kriegen wir es hin, von Levelunterschied her, 2017. Easy peasy lemon squeezy, erstmal Mogelieb. Boots! Macht das Damage. Haha, nein, es macht kein Damage. Kirato, das war's. Wir wollen nicht, dass du stirbst, deswegen... Setzen wir Kingboy. Ein Kingboy auch besser als Matchup als Wing, genau. Von daher passt das ganz gut. Ja, wir resistieren eigentlich alles, was er tut. Wechsel dich. Was zum Teufel? Wechsel dich. Ich wechsel dich jetzt, Alter. So, mit einem Eiszahn. Er wechselt sich schon wieder. Krasse Sache, Leute. Und ich habe wieder richtig dumme Laune. Ich muss gleich wieder zur Arbeit. Ich habe immer irgendwie, nehme ich immer vor der Arbeit auf. Das heißt dann, ich habe immer irgendwie retardete Laune. Aber Leute, ich habe eine gute Nachricht für euch. Und zwar wird der finale PMD-Part nicht nur in Spielfilmlänge kommen, sondern, meine Freunde, jetzt hört zu. Sondern er wird dieses Jahr zu Weihnachten kommen. Also für alle Leute, die sich gefragt haben, Zero, was ist mit PMD? Leute, freut euch drauf. Weihnachten kommt das ganze Spektakel zu euch nach Hause in Spielfilmlänge. Schön nochmal, um das Projekt abschließen zu lassen. Einen langen Part, dachte ich mir. Das bin ich euch einfach schuldig. Und ja, es hat ultra lange gedauert, diesen verdammten Verhängnisturm freizuschalten. Also ich war jetzt bestimmt 3 Tage da, jeweils 2,5 Stunden immer bei. Haben meine ganzen Items da weggetradet und ja, es dauert ultra lange, Leute. Deswegen kann ich auch verstehen, warum keiner das auf YouTube macht. Antikraft für Kingboy. Oh, speziell. Ne, brauchen wir nicht. Wir sind physische Angreifer, von daher bringt das nichts. Ja, deswegen kann ich verstehen, warum das nicht viele gemacht haben auf YouTube. Aber Leute, für euch tue ich das gerne. Deswegen sowas auf dem Emulator eben schnell rauszuhauen, das ist zwar auch schon ein Krampf, aber man kann es auf jeden Fall machen und ich habe es geschafft. Ich habe es auf Twitter gestern sofort gepostet, also für alle Leute, die nähere Informationen zum Kanal haben wollen oder auf irgendwelche Projekte, die schauen am besten auf Twitter vorbei, denn da seid ihr immer aktuell. Twitter-Link und Instagram-Link jeweilig in der Description, Leute, in der Beschreibung ist das. Wir haben wegen den neuen Energiestaub. Energiestaub ist schön, aber ist es auch gut? Nee, es ist nur schön, deswegen können wir es so verkaufen und wir kämpfen gegen den Magga hier. Ich wollte gerade sagen, wann will er denn kämpfen? Machst du im Camp mein Lagerfeuer? Nee, eigentlich spreng ich dann alles in der Luft, wenn ich campen würde. Wenn ich irgendwie Battlefield zocken würde, mein Freund. Da bist du ein Alter. Hitzkopf, Hasso. Hasso, ist nicht wie so ein Hund, ey. Hasso, sitz. Hasso, Schneckmack. Schneckmack, Schneckmack. Alles klar, Kirato. Kriegst du Schneckmack hin? Schneckmack kann bestimmt Identität oder sowas. Level 20. Nö, kriegen wir auch nicht hin. Bin ich mir sehr sicher, dass wir es nicht hinkriegen. Weil Schneckmack, ich meine, Schneckmack kann Identität lernen. Ist zwar ein spezieller Angreifer, aber... Ich glaube trotzdem, dass das wehtun würde auf einen Kirato, was ohne Death ist. Steinwurf, das wird auf jeden Fall bestimmt die Hälfte machen, Kirato. Egal, wir sitzen jetzt einfach hier, machen schön Konter. Und chillen erstmal. Klasmog erklärt sich hier erstmal alles. Und ja, das ist natürlich ziemlich geil. Soll ich jetzt weiter auf Konter gehen? Ich gehe mal auf Konter. Er macht ein Ashen, okay. Okay, 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 okay. Will er jetzt auf Spiegelcape gehen? Wehe, du gehst jetzt auf Steinwurf, mein Freund. Dann mache ich irgendwas kaputt.
Gut, dass es nicht getroffen hat. Dann wäre ich richtig salty gewesen. Glassmog. Das ist das Problem bei Boeing genau. Man muss sich Zeit für die Kämpfe nehmen, Leute. Man muss sich einfach Zeit nehmen. Spiegelcape, legiter Damage. Härtner. Ey, es bringt dir sehr viel in dem Matchup, wollte ich mal eben gesagt haben. Außer, dass du den Kampf jetzt hier gerade ziemlich in die Länge ziehst, mein Freund. Mein Freund. So, Steinwurf. Es ist so retarded, wenn ein Pokémon speziell und physisch ist. Was soll ich dagegen tun? Ich kann nur hoffen, dass das Richtige einsetzt und dann einfach, ja, die ganze Zeit angreifen. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht, Leute. Ich sehe gerade, soll ich die Cappy weiter runterziehen so? Ne, eigentlich schockt das gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich eine Cappy auf habe. Eigentlich hatte ich meine Haare gemacht, aber ist egal. Juckt mich jetzt auch nicht mehr großartig. Egal, Härtner wieder. Connecting. Das heißt, wieder kein Schaden für uns. Das heißt, streng dich jetzt an! Dankeschön, es kommt Clairsmog, ey. Es kommt Clairsmog. Das ist einfach ein Gedicht, Leute. Legites Gedicht. Ich meine, wir können sogar noch hier ein Pokémon fangen auf der Wiese. Das heißt, dass wir auf jeden Fall hier noch einen Counter haben für ein Ei. Was gut ist. Das ist sehr gut zum Beispiel, ne? Spiegelcape trifft, Connecting, bam, Schneckmark, dead. Nice. Und ein bisschen EP und Kirato, ein bisschen EP und Level 13 für Tenchi. Wingal, wen kriegen wir Wingal kaputt? Ich wollte gerade sagen, Sarah. Hm, vielleicht, aber ne, kriegt sie nicht hin. Kirato auch nicht. Ich gehe mal auf Kingboy, komm. Vierfach Schwäche Elektro. Easy weggerackt, meine Friends, so geht das. Und ja, ich würde sagen, Kingboy. Kingboy, 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 Kingboy. Hau raus! Oh mein Gott, ich habe Angst vor Weißnebel. Was? Wer hat die Attacke auf? Was? Ein Weißnebelhexe, ey. Aquavelle. Das sollte ein bisschen Damage machen. Das macht ein bisschen Damage, ja. Verwirrung wäre jetzt noch nice gewesen. Wir kriegen die Verwirrung, er kriegt einen Crit. Das wäre heftig gewesen. Aber zum Glück nicht. Wir können das Ding ausschalten mit einem One-Hit. Und ich werde gleich, Leute, mit Sarah Hülm Synthese. Brauchen wir nicht, wir haben Tränke. Wird überbewertet. Hasso! Hasso! Mein Feuer ist erloschen. Hasso, komm, bei Fuß, Hasso. Lass es bleiben, komm. Geh einfach weg. Wir wollen jetzt weiterkämpfen. Und zwar, wir kämpfen werden mit, entweder mit unserem Kirato oder mit Sarah. Ich glaube, wir kämpfen mit Sarah. Um ein bisschen Spannung hier reinzukriegen, ne? Soll ja nicht alles gesweepe werden. Soll ja auch ein bisschen Anspruch hier sein, dieser Challenge, meine Freunde. Sonst wird es ja langweilig, wie gesagt. Deswegen, wir gucken mal, was haben wir hier? Bam, bam, bam. Ein Wanderer. Komm, du hast bestimmt ein paar Kleinscheins für uns, die wir wegracken können. Ohne gute Ausrüstung sollte man nicht in die Berge wandern. Ich habe eine gute Ausrüstung. Ich bewaffne mit meiner Coca-Cola Zero. Weil, keine Ahnung, Zero bin ich. Hi. Kleinstein. Easy weggerackt. Wir haben Megasauger. Das ist vielfach Schwäche. Ja, wir machen Megasauger. Eiskalt. Kommt Finale oder sowas. Finale. Oh. Oh, One-Hit. Kann ich mal Robustheit haben, die Dinger. Robuste Kleinstein sind das. Und Kirato Level 19, das ist auch ebenfalls sehr nice. Und noch ein kleiner Stern. Das kriegen wir wieder easy one-hit weg, oder? Ja, 20. Das ist kein Ding für uns. Kein Ding für die Queen hier, Sarah. Hey! Und dann Sergio Ronaldo. Ich weiß, er ist Cristiano. Und es kommt die Robustheit. Und es kommt ein Katapult. Macht Damage. Wow, das macht ja ehrlich Damage. Hey, nicht gerade, dass das so viel macht. Das war krass viel. Aber ein KP kriegen wir jetzt wieder. Map. Ein. Tatsächlich. Ein. Eigentlich müsste man einen halben wiederbekommen, weil das Pokémon noch ein Pokémon bekommt. Also bekommt man die Hälfte der KP wieder. Aber da dachte ich, Game Freak, du kannst keine halben KP bekommen, mein Freund. Deswegen machen wir das so. Perfekt. Oh, hier ist ein riesiger Dingsbumsi. Meteorit. Ist hier kein Item? Wow. Ich dachte, hier wäre ein Item. So, wir kämpfen mit Sarah Hülm weiter. Falls ein Kleinstein kommt, können wir das easy wegsaugen. Hodlöhi! Du musst jetzt mit Hodlöhli antworten. Hodlöhli. So ungefähr, ich glaube schon, ne? Herausforderung von Jano. Mit einem Macholo. Jano Macholo. Ich weiß gar nicht, ob ich das überleben werde. Ich hoffe einmal, dass ich schneller bin. Soll ich das riskieren? Ne, ich riskiere das nicht, ne? Maga Level 23. Niemals riskiere ich das. Aber ich habe keinen safen Switch. Außer Madoxy vielleicht. Ich habe Madoxy höchstens als Switch. Und das andere habe ich nicht. Alles andere würde walk locker One-Hit mit Karate-Schlag. Und Madoxy resistiert wenigstens, ne? Geowurf. Oh, was macht Damage? 25, 23 so ungefähr. 23, glaube ich, ne? Ja. Das ist kein Ding. Wir machen mal einen Konter.
Es kommt Vergeltung. Sollte nicht so viel machen, wo ich gerade sage, das macht nicht viel Damage. Es kommt Konter, aber das macht Damage, mein Freund. Das, okay, das macht auch keinen Damage. Machen wieder Konter. Geowurf wieder. Das macht jetzt konstante 40. Das ist stark. Das ist stark jetzt. Das ist jetzt stark. Es müsste ich auf heilen. Oh mein Gott, er überlebt sogar mit einem KP ungefähr. Oh, das gute Zeug hier, was ich alles verschwenden muss. Jetzt muss ich einen Hypertrank für das hier Madoxe verschwenden. Und das werde ich noch bereuen. Ich sehe es schon. Diesen Hypertrank hätte ich lieber nicht auf Madoxe verwendet. Ich sehe es schon. Fußtritt. Getreten, mein Freund. Getreten. So, eben kurz wackeln am Display. Nicht, dass er gleich wieder der Bildschirm schon angeht, wie wir es gewohnt sind bei mir fast. Machen wieder Konter. Läuft hier noch alles? Weil irgendwie laggt oder will es anfangen zu laggen gerade. Ja, geil. Es laggt wieder. Es laggt wieder. Ich sehe es schon. Die Facecam steht. Die Facecam steht. Aber warum steht die? Es regt mich so auf, Leute. Ich weiß nicht, was mit meinem PC los ist. Er ist nigelnagelneu. Und der PC sagt sich einfach nach einer gewissen Zeit, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Leute, ich habe auch keinen Bock mehr gleich, ey. Dann muss ich die Facecam nicht mal ausschalten, weil das mega viel Aufwand ist, diese Facecam neu zu setzen, weil sie eine neue Tonspur bekommt. Und diese neue Tonspur hat kein Bild. Das heißt, ich muss das Bild vom anderen Bild weiter rüberschneiden, kopieren, dann wieder einfügen und dann läuft das erst. Anders geht das nämlich nicht. Meteorfälle. Irgendwie mag ich diese Höhle sehr. Die Musik ist einfach episch und hier gibt's Kindwurm drin. Und Kindwurm ist ein motherfucking Drache. Mega nice. Und hier ist irgendwo was. Da unten ist was. Da unten ist was. Und wir können ja ein Pokémon fangen. Ein Lunastein. Los, Sarah Helm. Angriff. Sarah Helm, heil dich auf mit Megasauger. Scheiße. Nein, das greift erst an. Überlebt das. Überlebt das. Überlebt das. Oh mein Gott, Sarah! Junge, hatte ich Angst. Junge, hatte ich Angst, ey. Ich hab gedacht, wir outspeeden locker so einen Lunastein. Locker. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott, war das brutal, ey. Oh, ich muss den Eis dann raufhauen. Das sollte aber nicht töten. Steinpolitur auf Doom, ey. Junge, ey. Du bist doch schon blitzschnell. Hör auf damit. Eis, Eis, Baby. Eis, Eis, Tonne. So, wir werfen mal einen Ball. Ich hab keinen Ball. Ich hab keinen Ball. Ich hätte fast mein Pokémon riskiert. Und ich hab keinen Pokéball dabei. Genius. Genius, Zero. Genius. Klasse. Einfach brillant. Wie du das wieder gemacht hast. Also, klasse Sache, ey. Oh mein Gott, Leute. Oh mein fucking Gott. Level 18 für Sarah. Kurz vorm Verrecken gewesen, das Ding, ey. Oh mein Gott. Alex Tenshi Level 14. Leute, das ist unser Team. Leicht kaputt gerackt. Ich würde aber sagen, meine Freunde, das war's im heutigen Part. Bisschen random. Und ja, etwas merkwürdig. Aber egal, es hatte sein Highlight. Und ich würde sagen, was haltet ihr von unserem Team, Leute? Seid ihr damit zufrieden? Wollt ihr noch was ändern? Wollt ihr ein anderes Pokémon von der Box haben? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Zero of time. Over and out, meine Freunde. Wenn ich da packe, drückt einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Und auf Wiedersehen. Ciao, Leute. Traumhaft. Da euch noch Zero of time. Over and out.